Jede Familie hat sie. Erinnerungen und Objekte aus Kriegszeiten. Schülerinnen und Schüler fragen ihre Eltern und Großeltern. Sammeln und recherchieren. Digitalisieren das Objekt. Setzen sich damit emotional auseinander und arbeiten es künstlerisch um. Drücken ihre Gefühle damit aus. Erstellen zusammen mit dem Book Creator ein medial erweitertes Buch der Erinnerungen. Augmented History. Erweiterte Geschichte. So viele Möglichkeiten, familiäre Geschichte zum Sprechen zu bringen. Dreidimensionalität. Fotostory. Interaktive Karten. Erklärvideos. Geschichte neu gedacht mit dem Worthy-Projekt. Das Kepler-Gymnasium hier in Pforzheim und sind eine der Partnerschulen im Erasmus-Projekt Worthy. In mehreren Klassen bei uns hier an der Schule setzen sich Schülerinnen und Schüler mit ihren Familienerinnerungen an die Weltkriege auseinander. Das Besondere ist, dass wir eine multikulturelle Schule sind und sich Schüler aus allen Teilen Europas und der Welt hier zusammenkommen, zusammenarbeiten und auch gemeinschaftliche Freundschaften pflegen. Ihre Vorfahren hatten dagegen in Kriegen oft auf der gegnerischen Seite gekämpft und gelitten und hatten eine schwierige Zeit. Europa ist aber, wie wir heute sagen können, zum Glück zusammengewachsen und aus früheren Feinden wurden im Laufe der Jahre Freunde. Heute treten wir als junge Generation das Erbe unserer Vorfahren an und treten in gemeinsamen Austausch. In diesem Film stellen wir euch jetzt ein paar Ergebnisse. Sie lebte wenige Häuser weiter. Sie waren verliebt und heirateten. Ein Deutscher und eine Polin. Sie wurde schwanger. Sie musste unterschreiben, dass sie Deutsche sei, um mit ihrem Mann zusammenzuleben. Es fiel ihr schwer, da sie ihre Kultur liebte. 1939 brach der Krieg aus. Die junge Familie wurde auseinandergerissen. Der Mann wurde einberufen und musste gegen das Heimatland seiner Frau kämpfen. Er musste Bomben abwerfen auf das Land seiner Frau, ihrer Familie. Nach der deutschen Niederlage wurde sie, obwohl erneut schwanger, verhaftet, da sie unterschrieben hatte, Deutsche zu sein. Im Gefängnis verlor sie ihr Kind. Erst viel später kam sie mit ihrem Mann wieder zusammen. Diese unscheinbare Zinkwanne ist ein sehr gutes Beispiel für die Zeit nach 1945 und dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Sie symbolisiert beispielhaft das Leben der Menschen dieser Zeit, denn sie diente zum Wiederaufbau einer zerstörten Welt. Diese Wanne wurde zum Hausbau verwendet und gehörte den Urgroßeltern. Sie konnten dank staatlicher Wiederaufbauzahlungen ein eigenes Haus für ihre Familie bauen und diese Wanne half dabei. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war schwer. Kriegsniederlage, gefallene Familienmitglieder. Wirtschaftlicher Zusammenbruch, Geldentwertung. 1923 kostete ein Ei 320 Milliarden Reichsmark. Geld verbrannte sozusagen in der Hand. 1929 erneute Wirtschaftskrise. Erneuter Verlust, erneuter Hunger, erneute Armut. Im Zweiten Weltkrieg musste die Urgroßmutter dann die 5 Kinder alleine durchbekommen. Ihr Mann kämpfte an der Ostfront. Alle mussten helfen. Eine zweite militärische Niederlage, ein erneuter wirtschaftlicher Verlust. Kaum etwas zu essen, kaum etwas zu heizen. Mit Geld ließ sich nichts mehr bezahlen und man tauschte die letzten Gegenstände, um Brot und Kartoffeln zu erhalten.
Man gab alles, was man hatte und nahm alles, was man bekommen konnte. Jede kleine Zuwendung half zu überleben. Im Nachbarhaus wurden französische Soldaten einquartiert. Sie waren zu den Kindern immer sehr nett, schenkten ihnen Schokolade. Als der Vater dann endlich wieder nach Hause kam, erkannte ihn die Jüngste, die vierjährige Tochter, nicht. Sie sagte zu ihm: "Du bist nicht mein Papa, ich habe nur den auf dem Foto." Der Großvater bekam ihn als Vierjähriger, den Spielzeug-Zinnsoldaten. Er freute sich, da er schon 99 hatte. Es gab aber fortan keine mehr, da das Material für die Kriegsproduktion gebraucht wurde. Als Schüler ging er von Haus zu Haus und sammelte Lumpen, Knochen und Metall für den Krieg. Seine eigenen Spielsoldaten hatte er versteckt, wenn es Hausdurchsuchungen nach Metallen gab. ...1939. Er hatte Geburtstag, sein 7. Von seiner Mutter bekam er eine Holzeisenbahn und sein Vater schenkte ihm eine kleine goldene Tischuhr. Seine Oma kochte ihm sein Lieblingsessen. Es war ein schöner Tag. Sein Vater musste ein paar Monate später in den Krieg. Bombenangriff. Jede Sekunde zählt. Er nimmt die Uhr mit, schafft es mit seiner Mutter gerade so in den Schutzraum. Seine Oma nicht. Alles zerstört. Außer der Uhr. Sein Vater kommt nicht mehr aus dem Krieg zurück. Die Uhr war das letzte Geschenk. Sie lernte mit dem Buch lesen. Von Anfang an manipuliert. Ausgefeilte Propaganda. Mehr als die neuen Worte zählen die Bilder. Wie selbstverständlich Hakenkreuze, SS, SA. Dazwischen immer wieder glückliche Kinder. Die angebliche Volksgemeinschaft. In der Klasse fehlt plötzlich ihre jüdische Freundin. Im Buch kein Wort über die menschenverachtende Politik, den Ausschluss aller, die dem System nicht passen. Der Lehrer gibt keine Antwort. Im Buch tanzen die Kinder, als wenn der Nationalsozialismus Glück und Frieden brächte. Hitler sollte von den Kindern verehrt werden. Der Kampf, der Krieg war jedoch das Ziel. Sie wussten nicht, dass sie für ein falsches Ideal leiden und sterben sollten. Am Ende stand die Katastrophe, der Zusammenbruch all dessen, was sie gelernt und geglaubt hatte. Jahrzehnte des Lesens und Begreifens. Bücher über Holocaust, Krieg und Verbrechen helfen zu verstehen. Heute, mit 89 Jahren, Kopfschütteln über ihre damalige kindliche Naivität. Das Leserlein ist weitergegeben als Mahnung an die junge Generation.